So, ihr Lieben, wir sind auf der Interzoo 2024. Neben mir ist der Rico und der Daniel, die ich beide hier am Dennerle-Stand zufällig getroffen habe. Und dann dachten wir, befeuchten wir unsere Kehlen und lassen uns mal kurz hier die Messe Revue passieren von dem, was wir gesehen haben. Ein bisschen fachsimmeln, ein bisschen überlegen, was denn noch so alles ansteht und was man gesehen haben muss. In dem Sinne, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, ihr beiden. Danke, dass es so spontan geklappt hat hier. Ja, coole Sache. Ja, man darf keine Pläne machen, man muss nehmen, wie es kommt. Ja, und einfach zufällig nebeneinander gestanden und dachten wir, warum nutzen wir nicht die Chance? Klar. Trinken wollten wir ohnehin was und dann setzen wir uns gerade hin. Ein bisschen gegenseitig wird gerade hier eine spannende Angelegenheit. Genau, dich kennt man normal eigentlich als Tandem, nur dein Tandemspartner ist heute nicht dabei. Liebe Grüße an den Johannes, leider heute verhindert, aber ja, der Aquascaping ist trotzdem am Start. Wir denken immer noch an dich, kanalübergreifend, jetzt bei Emotion, aber wir denken immer noch an dich, Johannes. Wow. Einer muss die Stellung auch beim Bollerwagen halten, so heute am Vatertag. Bei bestem Wetter ist es nicht selbstverständlich, dass man hier in die Messenhallen pilgert. Für euch ist nicht so weit gepilgert aus Nürnberg bzw. aus der Umgebung, mehr oder weniger noch. Das heißt, ihr seid heute Morgen gekommen und nutzt auch den Tag so effizient wie möglich, wie ich es auch vorhabe. Was habt ihr alles gesehen? Was hat euch geflasht? Was habt ihr nicht erwartet? Oder? Also für mich, also wir haben noch nicht alles gesehen. Wir waren jetzt in Halle 1 und in Halle 4. In meinen Augen waren es jetzt zwei Highlights. Zum einen dieses riesengroße Becken mit 10 cm Wandstärke. Sollten es 8 sein, auf jeden Fall ist es massiv. Mit so einem knapp 50 cm großen Kugelfisch und wahrscheinlich noch 1000 weiteren Fischen, was aber auch tatsächlich Aquascape-ähnlich eingerichtet wurde, weil man kennt es ja sonst von den großen Becken, die sind dann eher ausschließlich fischlastig, haben dann gar nicht so eine tolle Perspektive oder man hat nicht so viel Wert auf den Pflanzenwuchs gelegt, aber da harmoniert das alles sehr, sehr gut und es ist echt eine coole Angelegenheit. Und das zweite Highlight ist natürlich dieses Weltuntergangsszenario am Dennerle-Stand. Also, aber da kann euch der Daniel sicherlich mehr dazu erzählen, weil der nette Herr hat da nämlich mitgewirkt. Ein klein wenig hatte ich die Ehre, ja. Das war eine spontane Aktion letztes Jahr von Dennerle. Da habe ich einen Anruf bekommen. Kannst du am Freitag zu uns in den Laden kommen? Dann bin ich da hingefahren und dann habe ich vor Ort erst erfahren, was passieren wird. Das war alles top secret mit Kamerateam und wirklich groß aufgefahren. Und das war denen schon wichtig, dass das alles undercover bleibt bis heute. Ist aber im Grunde halt ein Novum, so diese Art und die Herangehensweise ist ja total crazy und total out of the box gedacht. Ich meine, Aquarium einrichten macht jeder, kennt jeder, kann jeder. Mal mehr so, mal mehr so. Aber das ganze Konzept eines Aquariums in diesem epischen Weltuntergangs-Game Breaking Bad-Charakter zu setzen und so eine Art Modellbau draus zu machen, ist unglaublich gut. Und erst denkt man sich so, was ist denn da passiert? Wenn man drauf schaut, es sind ja 1387 Details auf diesem Ding und man wird niemals, egal wie lange man reinschaut, alles sehen. Und es ist so genial, weil so viele verschiedene Perspektiven und Szenarien mit so vielen kleineren Aquarien in den Gebäuden, unter der Straße, es ist ja abartig genial. Also da hat sich wirklich jemand einfach mal wirklich out of the box gedacht, was kann man mit Aquarium eigentlich noch statt auf dem schönen Schrank stellen. Ne? Also unglaublich. Gerade die Details in diesen Becken, da sieht man wirklich, wie viel Liebe und Herzblut da drin steckt. Da liegen batterieähnliche Sachen, die so Atommüll darstellen sollen am Boden. Dann haben sie eine Autobahnbrücke gemacht, die eingerissen ist, dann aber nicht als Aquarium, sondern eher als Paludarium, dass das halt einfach, wie wenn halt so ein so Brückenpfeiler im Wasser steht, also richtig, richtig klasse. Zersprungene Gläser, dann extra so Scherben aufgeklebt und so weiter und so fort, also wirklich Hut ab. Haben einige Leute ihren Hirnschmalz zusammengelegt, ja, es ist, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, der Tobi von Aqua, von Dennerle, Entschuldigung, der ist ja leidenschaftlicher Gamer und er kennt... daher kommt die Idee dann, okay, das, okay. So, ne, das Nützliche mit dem Schönen verbunden. Und weil er halt auch hier den einen oder anderen kennt, es haben sich intelligente Leute zusammengesetzt, kreative Leute zusammengesetzt und haben sich das erdacht. Und dann kam halt viel auch Manpower zum Realisieren hinzu. Also da war viel, also ist alles aus dem 3D-Drucker, ist nichts irgendwie. Ja, gibt es nichts zu kaufen. Also es gibt ja schon einiges mittlerweile da, aber das gibt's nicht. Von der Pike an quasi selber gebaut. War ein langes Projekt. Also wir waren da an dem Tag und ich kam ja erst dazu. Da stand der Tisch schon. Also da ging es dann nur noch drum, die Becken einzurichten. Und da waren wir, glaube ich, am ersten Tag, ich will nicht lügen, aber 21, 22 Uhr standen wir da. Wow, okay. Und am nächsten Tag ging es dann weiter. Und es sind insgesamt fünf Becken? Es sind 70er als Hafenbecken unten, ein 35er als
bewilderter Stadtpark, ja. Spielplatz, also das in der Mitte. Und dann ist da ein 10er, ein 30er und ein 20er Cube. Also alles, was in der Range an Cubes ist, ist da mal untergebracht worden, oder? So von klein bis groß. Der 60er ist nicht dabei. Okay, ja. Und der 55er ist nicht dabei. Okay, stimmt, die Sonne, okay. Aber ich sag mal so die Topseller. Das sind 60er und 55er sind, glaube ich, eher so, so die, kann man's, die Raritäten. So, ja. Das ist eher selten. Also hast du, glaube ich, auch ein paar Cubes. Tatsächlich gerade ein 30 Liter Cube. Eins der ersten im Aquascaping war dann der 35 Liter von Dennele, der Nanocube, so hieß er ja. Mittlerweile habe ich jetzt von Amtra, meine ich genau, ein 30 Liter Weißglas-Cube. Ist der letzte, den ich jetzt im Livestream vor einigen Monaten eingerichtet habe und aktuell noch ein bisschen mit der Grünalgenphase zu kämpfen habe. Ist so ein spezielles Format, so eine Hassliebe, diese Cubes. Ich mag sie und ich habe auch immer einen, ja. Aber es ist halt anders als dieses 1,3:3, so dieses typische ADA-Format, wo du dann halt ein bisschen perspektivischer anders rangehen kannst, als in diese tendenziell geboxten. Hat alles seinen Charme und seinen Reiz. Ich liebe die Dinger auch. Ich werde auch niemals ein Aquascaping-Studio ohne Cube wahrscheinlich haben. Aber es ist halt schon, man muss halt eher dann diese Höhe dann auch geschickt ausnutzen. Ja. Vor allem bei diesem alten Nanocube von Daniel, da waren es, ich glaube, 35, 30, 30 und da war es dann noch extremer. Ich meine, niemand zwingt dich, die Höhe auszunutzen, aber wenn du dann oben dann 20 cm Wasser hast, dann sieht das nicht immer so gut aus und dann ist es anders oder einfacher, denke ich, bei den konventionelleren Scape-Formaten, wie es von ADA, diese 60p zum Beispiel, dann da vorgegeben wird, aber hat all seinen Reiz. Ganz kurz korrigieren darf, ich meine das überhaupt nicht böse. Ja, klar. Aber die Cubes sind die, die hochkant sind und die, die so querformatig sind, das sind die Tanks. Genau, stimmt, die richtig, stimmt, die Tanks, genau, ja, richtig, alles die klar. Die hießen vorher Scapers Tank und heißen jetzt Nanotank. Ja, Nano okay, Cube ist gegeben, genau. Damit es angepasst ist. Okay, genau. Aber einen Cube habe ich noch. 30-30-30, den habe ich tatsächlich. Und zuvor hatte ich auch meine Frau und ich dann zusammen jeweils den Nano Cube, den 35-30-30, den es damals so als Complete Set mit LED von Dennerle und Soil, Kies war es damals noch, ja, gab genau richtig. Ja, und gerade so ein kleines Becken ist ja auch vom Einrichten her eine Herausforderung, weil teilweise kannst du ja, wenn du mehr Tiefe hast oder mehr Breite hast, ja verschiedene Layers und verschiedene Ebenen einbauen. In unserem letzten Video haben wir einen 30x30x30 cm Nano-Cube eingerichtet, wohin auch noch gleich die Filterkammer eingebaut ist, also von, von UMS. Wirklich ein cooles System. Aber wenn man dann nur 22 cm Tiefe oder 23 cm Tiefe hat, das war schon eine Herausforderung, da trotzdem noch irgendwie was zu setzen, was dann auch dem Auge Spaß macht, weil man setzt dann Steine in dieser Größe. Und das Ding ist förmlich voll dann von vorne. Man hat nach vorne 3 cm, nach hinten noch 3 cm und dann ist der Käse eigentlich schon gegessen. Ja, so perspektivische Gestaltung, muss man zweimal wirklich, drüber nachdenken vorher. Wirklich lange Zeit gelassen. Aha. Das Becken, wir wollten es in einem Satz direkt scapen und einrichten, vor allem auch im Video. Mhm. Wir haben das dann auch wirklich noch bestimmt knappe Woche stehen gelassen beim Johannes, der hat noch ein bisschen rumgebastelt. Am Schluss kam was Geiles raus, aber die Herausforderung in diesen kleinen Maßen, was Attraktives zu geben, ist auf jeden Fall höher, wie wenn es jetzt ein standardmäßiges 60p hast. Das stimmt, ja. Oder man ist gewohnter einfach genau, dran. Ich glaube, es ist noch nicht mal schwer. Man ist einfach gewohnt von den vielen Layouts. Genau. Sei es jetzt Instagram, YouTube, Messen, 99% oder 90% sind einfach diese Tank-Formate. Ja. Und die restlichen 10 sind ungewohnter und vor allem auch ungeübter. Für viele, einschließlich meiner Wenigkeit dann, war man doch häufiger dann das Thema einfach dieses klassische Format, was man so gewohnt vom Auge ist und dann auch viel mehr Inspirationsquellen wahrscheinlich hat, je nachdem, in welcher Bubble vom Aquascaping man sich aufhält. Ja. Vielleicht gibt es ja auch nur diese die Cube-Spezialisten, die ja nur in dem Format denken und scapen. Für die ist das andere dann ungewohnter zum Füllen. Aber es ist schon eine Herausforderung. Aber umso krasser, wie die Becken, vor allem da im Haus die Becken, das ist ja schon so ein Dutch-Style, das eine Becken im Haus drin, links, glaube ich, war es, wo wirklich so, ich meine, ich war ja auch nur ein paar Minuten gerade da an dem Stand, so Dutch-Style, wie dann die verschiedenen Pflanzen dann da angeordnet sind und ohne Hardscape und es passt einfach wirklich super gut. Wenn ich kurz den Hinweis geben darf, ich weiß, Video ist immer schwierig, aber wir drehen ja heute hier am 9. Mai, Donnerstag. Mhm. Heute, ich weiß nicht, wann du das online stellst, aber heute geht Teil 1 der Doku dazu. Ah, okay. Bei Dennerle Online. Ja. Ist schon quasi online gestellt, wird scharf geschaltet um 18 Uhr. Mhm. Und ab da, ich
glaube, wöchentlich wird immer ein Teil veröffentlicht. Ja, super. Und da okay. sieht man auch so Timelapse, wie das alles gewachsen ist. Und ja, das ist schon. Und dann vor allem gepflegt und instand gehalten, dass es dann zum heutigen Tag so aussieht. Ne? Ja, genau. Und transportiert und sind ja alles lebende Organismen, die da drin sind und mit Filter, Bakterien und allem. Bewundernswert, was die alles auf die Beine stellen und wie die das alles hinbekommen haben. Ich bin jetzt auch umgezogen mit wirklich, wirklich viel, viel weniger Aquarienaufwand zum Umziehen. Und es war die Hölle. Ja. Und die Jungs haben da einfach so ein Mörderprojekt und es ist alles on point, umgezogen, alles tipptopp. Also wirklich Respekt an die Männer, die da. Ja, gehört nochmal mehr dazu, als es nur in Schuss zu halten, wie wir es zu Hause dann haben, sondern wirklich das dann auf den Punkt zu konditionieren, die Pflanzen, dass dann der Rückschnitt passt, dass die Mineral- und Nährstoffversorgung stimmt und dass es dann noch transportfähig und dann auch noch mit den Filtern, mit den Filterbakterien, die ja auch dann nicht anaerob nur sind, sondern aerob und diese Zirkulation brauchen, sind halt viele Sachen, die da bedacht werden müssen, für so Messen dann nochmal ganz andere Dimensionen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die das Wasser mitgenommen. Ja gut, nur der Filter muss ja auch laufen, beziehungsweise muss das Wasser aus dem Filter raus und dann mit Frischhaltefolie oder dann wieder neue Bakterienpräparate. Wie auch immer, die gibt es ja schon einige Mittel, aber man muss es im Vorfeld bedenken. Es ist ja nicht einfach mal eben so gemacht und mal eben gemacht geht dann oft teilweise schief. Aber das sieht schon sehr gut und vor allem die Kondition der Pflanzen bei Dennele Plans, war ich jetzt noch nicht bei Dennele auf dem Stand, wo das Projekt steht, schon top. Wirklich ja, on point. Volker kümmert sich mega. On point drauf, ja. Weltmeister, da brauchst du nichts mehr sagen. Ja. Also, diese Details würde ich gerne ein bisschen mehr. Ja. Für diese Details würde ich gerne auf die Doku von Dennele verweisen, gerne. Auf die dreiteilige. Mhm. Dann wird es Ende Mai einen Livestream geben, bei dem dann nochmal gesprochen wird mit allen. Ja, mit Volker wirst du auch noch reden, der wird dir bestimmt auch noch ein, zwei Details dazu sagen können. Aber um zurückzukommen zu dem Thema Cube und Tank, es ist, glaube ich, einfacher, am Tank zu scapen als im Cube. Und deswegen wäre es vielleicht empfehlenswert für Leute, die vielleicht erst anfangen, zu sagen, hol dir mal lieber so einen Tank. Ja, hol dir mal so einen 35er Tank, ist, glaube ich, perfekt für den Anfang. 30er Cube ist halt schwieriger. Du spielst, glaube ich, auch Gitarre, ne? Das ist, wenn du dir so eine 90-Euro-Klampfe holst, wirst du nicht so schöne Töne rausbekommen wie bei einer Fender. Ja? Und du musst jetzt nicht eine Fender zum Einstieg kaufen, aber vielleicht, ich sag mal, eine 500-Euro-Gitarre. Und deswegen meine Empfehlung für Anfänger wäre 35er Nano-Tank. Weißglas macht schon mal einen Unterschied, finde ich. Wenn es finanziell egal ist, dann 35er Nano-Tank, Weißglas. Nicht mit dem Cube anfangen, Cube vielleicht erst später. Immer wie du Profi ist, dann wird das. Aber für Anfänger man kann sich auch alles schön rechnen. Im Endeffekt der Cube, mit dem wir gestartet haben, hat jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre, wie viele neue Rescapes mitgemacht. Und obwohl man da auch nicht immer ganz so vorsichtig mit der Scheibenputz- und Sand- und Kies-Thematik war, hat er sehr lange sehr gut mitgemacht und wird auch noch weiter mitmachen, also silikontechnisch. Von daher, man kann sich das ja alles schon schön rechnen, wenn sich es amortisieren soll. Und man muss ja dann nicht gleich mit dem größten Equipment starten, sondern mit, wie man es jetzt auch bei dem Dennele-Stand sieht, die vielen kleinen Becken und die dann aber auf den Punkt bringen. Das kann genauso viel Spaß machen und imposantere Effekte erzeugen. Man braucht kein 3000 Liter Becken, sondern 30 Liter kann man auch schon vieles zaubern. Und man kann es schnell mal wieder auch über einen Haufen werfen, ohne dann gleich ein Vermögen in neue Pflanzen, neues Hardscape, neuen Bodengrund stecken zu müssen. Und die Technik drumherum ist natürlich auch dann nochmal ein bisschen monetär verträglicher, was dann das anbelangt. Dann. Es ist ja so, es ist ein Hobby. Ja. Und es ist halt leider tatsächlich auch so, dass ein Hobby halt im Normalfall auch ein bisschen was kostet. Und dementsprechend, man gibt was aus, man bekommt aber auch was dafür. Und das ist ja der Hauptpunkt, dass es halt einfach schön ist, Spaß macht. Und auch noch irgendwie so ein Mikrokosmos ja, klar. da so auf dem Schreibtisch wo man hat. Seine halt Gedanken drin verlieren genau, kann, mal genau. abschalten kann. Der selbst kreierte Mikrokosmos, das ist halt einfach ein Punkt, wo man einfach sagt, das ist ein Teil des Aquascapings. Da müssen jetzt nicht die größten und schönsten und tollsten und teuersten Fische durch die Gegend schwimmen. Das ist einfach die Leidenschaft da durch Tiefenperspektive, durch eigene Kreativität und einfach durch das Pflanzenwachstum ausgedrückt werden kann. Mich hat mal jemand gefragt, was machst denn du da? Habe ich gesagt, ich bin 3D und der Wasserkünstler. Ja, stimmt. Das war nur so dahergesprochen, aber eigentlich ist es ja tatsächlich so, unter Wasser ein Kunstwerk zu schaffen, das vor sich hin leben kann, im Optimalfall wächst und gedeiht. Und ich glaube, das ist auch ein großer Reiz von der ganzen Aquascaping-Angelegenheit. Ich finde, dass wir im deutschsprachigen Raum auch das Glück haben, auf Social Media viele vertreten zu haben, die halt auch ein
anleiten, also die jetzt nicht nur quasi ADA-mäßig da irgendwas aufbauen und dann ist das so und fertig, sondern wirklich erklärt wird, du hast es auch gemacht mal mit einem Cube, glaube ich sogar, wo du dann gesagt hast, welche Pflanze du warum wohin steckst und dann war schon ein bisschen was her, glaube ich. Aber weißt du so, dass du dir die Anleitungen, nicht nur die Inspiration, aber auch die Anleitungen dazu, wieso, weshalb man was macht, hast du viel Content, den du dir halt locker. Du hast im Endeffekt die Chance, deine eigene Idee auszudenken und dann einfach zu schauen, wie setze ich sie am besten um. Wie kann ich meine Pflanzen so und so und so pflegen, trimmen, zurückschneiden, mit Licht bestreuen und so weiter und so fort, dass halt am Schluss auch die Idee dann auch Früchte trägt. Ja, und Try and Error, ne? Naja, klar. Solange keine Tiere drin sind, kann man es über den Haufen werfen. So das Einzige, worauf man achten sollte, ist zum Thema Hashtag Try and Error, klar, Nitritpeak, Achtung. Ja. Tiere, Lebewesen, egal, ob es Garnelen, Schnecken, Fische sind, das muss dann safe sein. Aber ansonsten, klar, reine Scapes, wie hier stehen, ich glaube, ja, 60% auch ohne Tiere wahrscheinlich. Ja. Und da fehlt kein Tier, das spricht für sich, das Ding. Richtig. Und gerade beim Aquascaping, anders als in der Gesellschafts-Aquaristik, da kommt es nicht nur oder kommt es eigentlich weniger auf die Fische an. Die geben dem Ganzen, so wie Takashi Amano ja sagte, so die Seele des Scapes ist so das i-Tüpfelchen, passt auch und gehört auch irgendwie da rein. Aber es gibt auch so die meisten Becken, meiner Becken, haben keine Tiere außer in Klammer Garnelen und kleine Schnecken dann und sprechen für sich. Und das Tolle ist, Trial and Error, wenn es nicht passt, ich meine, schlimmstenfalls veralgt es dir mal und dann kannst du ja, musst ja auch nicht gleich wieder alles über den Haufen schmeißen. In der Regel hast du ja dann auch frühzeitig auch die Chance, wieder zu agieren und nicht erst, wenn es zu spät ist, zu versuchen zu reagieren mit irgendwelchen chemischen Mitteln. Man hat ja schon das eine oder andere, was man dann auch sich informativ über YouTube, über die Fachmedien dann auch da aneignen kann und sich einfach so ein bisschen da reinfuchsen kann, also ganz ohne Theorie und oder so eine Art Meister, der es einmal vormacht oder zeigt, geht es wahrscheinlich nicht. Dann geht es mehr Error als Try. Aber wenn man so ein paar Aspekte, so komplex ist nicht, wenn man die mal verstanden hat und dann einfach versucht, so gut es geht, eben zu berücksichtigen, es ist ja keine Dogma, wo du nur so und sonst geht es nicht, es ist ja nur so eine grobe Richtung immer. Und da gibt es halt entweder so oder so und richtig falsch gibt es auch nicht, aber vieles, was funktioniert, lernt man recht schnell und kann dann das, was für einen auch funktioniert, dann adaptieren. Und ich glaube, da ist das Hobby schon relativ dankbar, wo, wenn man einmal es verstanden hat, dann auch immer wieder so ein bisschen die Philosophie versuchen zu komplettieren und das Ganze eben dann mit seinen Ansprüchen ans Design, an die Ästhetik, an das gestalterische Aspekt dann immer noch verfeinert. Und jedes Becken wird ein Stückchen besser als das vorherige, was dann die Einfahrphase, die Algenthematik oder die Gestaltung dann anbelangt. Und man lernt nie aus und das ist ja das Tolle, weil man stellt sich nicht nur einmal hin, sondern der Reiz ist ja eigentlich immer wieder auch neu ran zu können. Was ich bei mir zum Beispiel auch bemerkt habe, dass was am Anfang in meinem Hobby am allerwenigsten Spaß gemacht hat, sauber machen. Mhm. Entschuldigung. Ja gut, das Maintenance, das ist halt sowas. Aber so ja. Dieses Hardcore-Saubermachen, weißt du, mit dem Schwamm die Scheiben und Pflanzenrückschnitt noch ist immer mein Blatt Eleocharis, ist ja der Endgegner beim Rückschnitt. Und so. Das habe ich gehasst am Anfang. Mittlerweile ist das etwas, worauf ich mich fast schon freue, weil das irgendwas Meditatives für mich hat und ich den Augenblick liebe, wo ich das letzte Mal mit dem Tuch so über die Kante und dann mich zurücklehne und dann sehe ich ein geiles, sauberes Becken. Ja. Und meistens vergesse ich dann, also zumindest dieser Tage, sogar das Foto zu machen für Instagram, das ich eigentlich immer vorhabe. Der Weg ist das Ziel quasi nach dem Motto. Dann, man ist so ein bisschen auch stolz und so. Ne? Das hat seine Hände Arbeit, ist immer, wenn am Ende ein Werk bei rumkommt, dass man stolz drauf ist. Und das ist ein bisschen so. Und ich kann aber auch gut abschalten. Also ich gucke einfach den Schwamm hinterher und gucke, wie sich der Dreck löst. Kann man sich drin verlieren so ein bisschen. Ne? Ja. Denk an gar nichts außer an Dreck. Ja, und am Ende ist es dann wieder mal für eine Woche halbwegs perfekt und dann geht das Ganze von vorn wieder los. Ja, okay. Unter welcher Topic das Ganze dann läuft, das müssen wir dann noch schauen. So kommen wir ein bisschen jetzt hier. Philosophie des Aquascapings. Ja, und inspiriert über die neuen Eindrücke von der Messe, hergeleitet von den Out-of-the-Box-Thinking vom Dennerle-Stand über unsere Erfahrungen und Möglichkeiten und mal gucken. Es gibt immer was Neues, was man da noch lernen kann und solange es einen glücklich und zufrieden macht. Und es ist ja eine gewisse Befriedigung, wenn du dann deine Maintenance gemacht hast. Ich habe es einmal pro Woche, ist die Zeit, wo ich am meisten Zeit in meinem Raum verbringe, ist dann auch die Maintenance-Zeit. Da sitze ich aber dummerweise am wenigsten da und schaue rein und genieße das Werk. So, das ist die Zeit, wo man dann eben dann mal sich die Zeit nimmt. Alle Becken mal wieder 50% Wasserwechsel aufmineralisieren und düngen und dann einfach sich dann auch im Nachgang freut, dass dann mal wieder jetzt so Status Quo erreicht ist. Und dann müsste man sich nur unter
Woche auch noch häufig genug die Zeit nehmen können, dann auch mal in dem Sinne da vor dem Becken einfach zu verweilen und sich drin zu verlieren. Denn das ist so, wie wir es eben schon hatten, wo es jetzt aktuell in diesem einen zentrierten Raum bei mir leider nicht immer ist, weil das Familienleben und das restliche Leben findet halt außerhalb von dem Raum statt. Im Raum ist dafür alles schön zentriert und zentral. Aber da ist man halt dummerweise nicht die ganze Zeit. Ich bin jetzt auch umgezogen in ein Haus, wo ich einen Hobbyraum habe. Mhm. Und natürlich Hobby wollte ich mir das volle Aquarium einrichten, so wie du. Okay. Und habe es aber nicht gemacht. Habe die Aquarien jetzt doch so ein bisschen und Wabikusu im Haus verteilt. Weil, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, weil dann im Haus immer wieder mal, also ich lasse die gerne, gerade so Wabikusa, diese nicht so aufdringlichen Lichter, lasse ich gerne mal als Nachtlicht. Ja, genau, so Hintergrund, Ambient Light, so, das stimmt. Und das geht halt verloren, wenn du alles in einem Raum hast. Das stimmt. Deswegen habe ich in dem Raum, im Hobbyraum per se, jetzt glaube ich nur 3 Becken stehen. Kommen vielleicht noch ein, zwei dazu, das will ich gar nicht, oh, das darf meine Frau nicht sehen. Aber das will ich gar nicht abstreiten, dass das dann konzentriert ist, aber ich würde es trotzdem in meinem Haus, es darf auch nicht zu viel werden. Also du musst schon noch leben können. Ja, es soll dich ja nicht beherrschen, in dem Sinne, dass du nur hinterher rennst und gestresst wirst. Also es muss halt von dir beherrschbar und managebar sein, neben dem Leben, was du noch außerhalb des Raums hast. Ja. Hatte eine Zeit lang ein Problem damit, Becken abzuschaffen. Ja? Immer neue angeschafft und die alten wollte ich nicht weg, weil die geil waren. Ich kenne das, ja. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, das hat aber gar keinen Sinn, weil ich man kommt nicht mehr hinterher. Kommen, Und du musst halt irgendwann auch anerkennen, okay, das musst du mich jetzt entscheiden, irgendwas muss jetzt weg. Schwierig. Aber gehört dazu. Und dann hast du aber wieder einen Lernkasten für was Neues. Ja, und auch so leere Becken haben was. Und vor allem auch mal mit Hardscape nur mal eine Zeit lang stehen haben, hat auch was vom Ambiente so für einen Wohncharakter. Und ja. Ja, es ist ja der Punkt, wenn das Hardscape mal 3 Tage, 5 Tage oder von mir aus auch 10 Tage steht, man sieht es dann von anderen, von anderen Blickwinkeln. Man sieht es öfters, man sieht es länger, weil manchmal ist es ja so, man richtet da Becken ein, denkt, das ist super, mega toll. Nach einer Woche fällt dann das Detail auf. Nach 2 Wochen sagt man, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Und gerade bei größeren Becken ist es oft nur wirklich sinnvoll, sich da ein bisschen Zeit lassen, vielleicht noch mal den einen Stein ein bisschen verändern. Man kann ja wieder zurückdrehen oder wieder zurückwechseln. Aber da haben wir festgestellt, dass das dann, dass die Zufriedenheit an den Becken einfach länger vorhanden ist. Mhm. Wenn man es schnell gemacht hat, es ist natürlich so, gerade wenn du YouTube machst, du hast irgendwie vor, ein Video einzudrehen, dann baust du auf, dein ganzes Kamera-Equipment, das kostet Zeit, dann stellst du vielleicht noch das Becken vor und die Sachen, was du vorhast und so weiter und so fort. Und dann möchtest du ja eigentlich dann auch, vor allem wenn du nicht zu Hause bei dir escapest, zum Ende kommen und es muss ja dann an dem Tag im Normalfall fertig werden, weil du planst ja für 60 PS im Normalfall keine 2-Tages-Session ein. Das heißt, die Möglichkeit, dieses Hardscape mehrere Stunden bzw. Tage auf dich wirken zu lassen, hast du ja, gerade wenn du die nur ganze Geschichte dann, mit der Kamera festhältst, eigentlich sehr, sehr selten. Und das haben wir jetzt echt genossen, wenn wir bei uns zu Hause mal was machen, dass wir wirklich sagen, okay, wir treffen uns 2-mal zum Filmen, weil ich bin ja meistens dann beim Johannes, wenn wir was bauen. Und es zahlt sich aber aus, weil man einfach dann auch nach einem halben Jahr sagt, Mensch, fällt mir genauso gut wie am ersten Tag, beziehungsweise besser, weil es dann eingelaufen ist und so weiter und so fort. Und diese kleinen Punkte, die einen dann stören, kann man da deutlich minimieren. Ja, die Zeit, die man sich im Vorfeld nehmen kann, wenn man oder nimmt, wenn man sich nehmen kann, die kommt einem in der Regel oftmals, egal bei was im Leben, dann im Nachgang zugute. Aber Zeit nehmen, das ist das Einzige, was man muss. Richtig. Ja, richtig. Okay. Ja, für was werdet ihr euch heute noch die Zeit nehmen auf der Messe? Wir sind jetzt so ein bisschen in die Philosophie des Aquascapings gekommen von der Messe, von den Eindrücken, die imposantesten Becken, auch von mir ist von Oliver Knott bei New Wave eingerichtet, 3000 X-Liter Becken mit Kugelfisch und 1387 kleinen Fischen, mega imposant, mega auf den Punkt, tolle Qualität und Kondition der Pflanzen, vor allem was bei nicht allen der Schauaquam hier leider der Fall ist. Und ansonsten, ich habe auf jeden Fall noch vor, in die Halle 1 zu Dennerle und Dennerle Plants und Tropica zu pilgern. Das ist noch das, wo ich noch gar nicht war und wo ich bis heute Abend noch schauen möchte, wo ich dann auch erhoffe, noch mal tolle Qualität der vor allem auch neuen Pflanzen mal zu erhaschen. Was sind eure Highlights, die ihr noch sehen wollt oder was waren eure Highlights neben dem New Wave Konzept also und dem Dennerle-Becken? Wenn du gerade Tropica ansprichst, also dieses 3-Meter-Becken ist wieder ein Highlight. Das war vor 2 Jahren auf der Messe schon toll.
Dieses Jahr hat es das Thema Three Waves, sehr viele rotlastige Pflanzen und dieses geschwungene Layout hat es in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut getroffen. Also es macht wirklich Freude, sich das Becken anzuschauen, sich mal 10 Minuten Zeit zu nehmen. Auch da sind unendlich viele Details dabei. Ja. Einfach mal so ein bisschen Entspannung mit einem schönen Becken. Also klar, es ist 3 Meter lang, es ist nicht besonders hoch, also man kann es rein von der Perspektive her nicht auf einmal betrachten. Man muss tatsächlich in Etappen. Genau, man muss es tatsächlich. Man muss weiterlaufen, man muss sich das hier anschauen. Man kann nochmal diese mittlere Welle mit der linken oder mit der rechten vergleichen. Ist aber auf jeden Fall trotzdem sehr beeindruckend. Also macht Spaß, sich da mal ein bisschen Zeit zu nehmen und sich das genau anzuschauen. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin da tatsächlich offen für alles, also auch für gute Beispiele für schlechte Becken. Wir hatten da vorhin eins. Ich bin jetzt auf nichts Konkretes aus. Ich werde mir alles mal anschauen. Ich werde mir alles mal einfach offen halten, hinzugehen. Überall, wo irgendwas in die Richtung Aqua ist, werde ich reinschnüffeln und dann gucken, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Es ist auch, wir waren vorhin in Halle 1, so ein chinesischer, also nichts gegen, aber chinesischer Hersteller, ich glaube Buya oder so hießen die. Okay. Da waren die Becken jetzt nicht von einer Qualität, die ich ausgestellt hätte bei einer Messe. Das sind so Sachen, wo ich dann auch immer wieder dankbar bin für Qualität, wo mir auch immer wieder ins Bewusstsein ruft, das Geld, was wir dafür ausgeben, und das ist in der Regel nicht wenig, ist es halt wert. Also es ist, du hast dann was dir Freude bereitet, anstatt etwas, was du nach 2 Wochen wegwirfst. Ja, klar. Und, was will ich noch sehen? Naja, ich habe mit Johannes mal selbst ein Becken verklebt. Das war, ich glaube, unser drittes oder viertes Video. Also das ist schon über 3 Jahre her, da haben wir ein Planetarium verklebt. Das war dann beim dritten Versuch tatsächlich auch dicht. Okay. Und ja, also unsere Klebenähte sahen so ähnlich aus wie bei dem Hersteller, der jetzt ja nicht genannt werden muss. Also das war echt erschreckend. Okay. Das war erschreckend, wie jemand auf die Idee kommt, hier Geld so auszugeben für einen Stand, also Standmiete irgendwo aus welchem Land da immer, dann die Sachen herzutransportieren und dann so einen Quatsch präsentiert. Also das ist, hat einen anderen Fokus gehabt, also, wahrscheinlich, dann als die Ästhetik des Ganzen. Man kann sagen, liebe Leute, bitte bei uns nicht. Schaut euch mal die anderen Becken an, die können Sachen verkleben. Also das sind richtig, die Silikonnaht war schon ausgepflanzt. Oh. Die war handmade. Schwarz, ja, tatsächlich. Okay. Mit seinem Abzieher, den er im Baumarkt gekauft hat, wo er sonst was sich das Bad verfugt, aber halt das noch nie gemacht hat. Kennst du Serpa Design? Ja. Der macht ja ganz viel auch selber. Ne? Ja, und genau. Das Einzige, was der Mann nicht kann, ist halt Fugen ziehen. Ja, und wir können gut. Der macht schon geile Sachen. Richtig geile Sachen, gar keine Frage. Aber Fugen, inspirierend und auch so ein bisschen out of the box Style, das kann er. Und das sind andere Sachen im Fokus. Aber er ist auch kein Aquariumhersteller. Nee, das stimmt. DIY, ne? Do it yourself. Ja. DIY. Also, wir hatten jetzt ein kleines Time-Lag, die Kamera hatte sich abgeschaltet. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Messe gehen, nochmal überall schauen, was wir dann Inspirationsquellen erhaschen können. Unsere Highlights sind bekannt und wir werden schauen, dass wir den Tag noch so effektiv wie möglich nutzen. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich für die Zeit. War sehr schön mal ein bisschen philosophischer Deep Dive hier ins Aquascaping, abseits von den Messethemen dann nochmal zu plaudern. Und wenn auch ihr noch ein paar Inspirationsquellen hier rund um die Messe sucht, dann schaut auch auf jeden Fall unten nochmal in der Videobeschreibung, ist der Kanal auch nochmal hier verlinkt von JR Aquascaping. Und da gibt es dann, wie auch bei mir auf dem Kanal, nochmal weitere Informationen rund um die Messe und natürlich alle anderen Themen auch. In dem Sinne, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Bis bald. Bis bald. Ciao.